Stimmt's? Letztes Mal hatten wir entdeckt, dass Gott davon ausgeht, dass wir was erben sollen. Ich weiß, und ich möchte das auch nicht runterreden, ich weiß, dass viele Leute kommen und mit Jesus anfangen zu leben und mir immer wieder folgenden Satz sagen. Sie sagen zu mir, weißt du, ich bin doch ein Kind Gottes geworden. Das muss doch reichen, oder? Und ehrlicherweise glaube ich, dass das auch nicht grundsätzlich falsch ist. Aber denk über deine Familie nach, der du Papa und Mama von Kindern bist. Ist es dein Hauptziel, dass das Kinder bleiben? Oder was ist dein Ziel als Papa und Mama, wenn du einigermaßen gesund getaktet bist und nicht jemand brauchst, der über die Kinder sein Wertgefühl zieht? Was ist dein Hauptziel, wenn du Papa und Mama bist? Dass die wachsen. So, ich glaube, es ist richtig, als Kind Gottes anzufangen und du wirst auch in dieser Familienlinie grundsätzlich immer Kind Gottes bleiben. Aber du solltest in deiner geistlichen Entwicklung, in deiner Jesus-Entwicklung nicht bei diesem Kindstand stehen bleiben. Deshalb sagt die Bibel, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, im Römerbrief sehr deutlich zu lesen, im 16. Vers, im 8. Kapitel, Römer 8, Vers 16, der Geist Gottes bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, so worauf sollen wir achten? So werdet doch auch bitte Erben. So Gottes Hauptziel ist nicht, dass du dein Leben lang auf der geistlichen Stufe eines Kindes bleibst. Bitte nimm das in dein Herz. Wenn ich irgendwas in meinem Geist in den letzten Wochen verstehe, dann, dass Gott unglaublich intensiv versucht, mir das klarzumachen. Bitte lass die Gemeinde des Herrn nicht im Kindstatus, sondern bring sie dahin, dass das eigentliche Ziel wird, Erbe zu werden. Nur Erben nehmen den Reichtum. Kinder bleiben unter Vormundschaft und kommen an das Erbe nicht wirklich ran. Gott ist nicht, wie ich das gelesen habe und ich musste wirklich schmunzeln, der zweitreichste Mann Amerikas heißt Warren Buffett. Und er hat seine 44 Milliarden Dollar irgendwelchen Stiftungen gegeben. Warum? Seine Kinder haben nichts geerbt. Was war sein Motiv? Er hat das beschrieben und hat gesagt, kinderreicher Eltern verlieren jeglichen Antrieb und werden deshalb verdorben. Damit das mit meinen nicht passiert, erben die nichts. Ja, das ist auch eine Maßnahme. Ich las das und dachte, ich bin so beruhigt, dass Gott nicht so ist. Sondern Gott liebt es, wenn du ein Erbe wirst. Und tatsächlich, ich habe nachgeschaut in den Fachzeitungen, jährlich werden bei uns in Deutschland ca. 150 Milliarden Euro vererbt. Also, wir haben gute Chancen, was zu erben. Rein im natürlichen Bereich. Die Dunkelziffer schätzt man 2-3 Mal so hoch, aber das sind die offiziellen Zahlen, die tatsächlich über die Finanzämter da laufen. 150 Milliarden Euro, das ist doch nicht so schlecht, oder? Also wenn du ein Zehntel davon erben würdest, das wäre kein Fehler, würdest du glauben. Ich hoffe, du würdest das glauben. So, wir erben. Was erben ist, der simpelste Weg, reich zu werden. Und Gottes Ziel ist tatsächlich, dass du ein Erbe wirst. Gottes Ziel ist es nicht, dass du ein Kind geistlich gesehen bleibst. Bitte komm in diesen Gedankengang heute Morgen rein, weil ich glaube, das ist einer der fundamentalsten und wichtigsten Gedanken, die Gott in dein Leben reinlegen möchte. Wenn du Christ geworden bist, bleib nicht Kind Gottes. Ich möchte das bewusst so provokativ formulieren. Bleib nicht Kind Gottes, sondern werde mündig. Nur mündige Leute haben nach deutschem Recht, ja, dann haben sie juristische Gleichberechtigung. Das nennt man Mündigkeit, juristische Gleichberechtigung. Und dieses Wort mündig kommt aus dem Germanischen von mundos. Das hat nichts mit Mund zu tun, sondern das hat was mit Hand und Schutz zu tun. Mündig war man nach dem altdeutschen Wort, wenn man A, sich selber beschützen konnte und B, sein Recht selber vertreten konnte. Das war das alte deutsche Wort für mundos, für mündig werden. Das waren Leute, nochmal, die A, sich selber beschützen können und die B, in der Lage sind, ihr Recht selber durchzusetzen. Denk gut drüber nach. Das heißt mündig sein. Und jetzt versuch das mal geistlich zu übertragen, auf dein geistliches Leben zu tragen. Jemand, der in der Lage ist, sich selber zu verteidigen.
der nicht immer vom Teufel, von der Sünde, von den Umständen hin und her gebeutelt wird, sondern der gelernt hat, sich selber zu verteidigen, Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2, der gelernt hat, wirklich seine von Gott geschenkten Rechte auch in Anspruch zu nehmen. Und so lange kämpft, bis er sie durchsetzt und sagt, ey, das ist, was mir gehört. Das hat mein Vater durch Jesus für mich freigesetzt. Und ich werde da so lange dran festhalten, bis das in meinem Leben Realität ist. Das bedeutet mündig geworden sein. Du hältst dein Zeug fest und setzt es durch. Sehr starkes Bild. Nimm das mal in dein Herz. Das hat wenig mit, ich bin ein Kind Gottes, der liebe Heiland hat mich immer lieb, es geht alles immer prima und mein Papi macht das schon alles. Da merken wir, das hat mit dieser Schiene überhaupt nichts zu tun. Und ich glaube, dass Gottes Herausforderung an das Volk Gottes bei uns im Land dahin geht, dass er sagt, Freunde, werdet bitte mündig, bitte, 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 bitte. Ich spüre das in meinem Geist. Wenn ich bete, wenn ich faste, wenn ich vor Gott stehe, dann höre ich das, wie Gott das ununterbrochen in meinen Geist ruft. Bitte, Volk Gottes, werde mündig. Bleib kein Kind. Bleib kein Kind in Christus. Werde mündig, da musst du hin. Du musst lernen, dein Erbe selber zu holen. Und ihr lieben Freunde, lasst uns das mal mit einem kurzen Blickwinkel rein in die Bibel nehmen. Was war das Hauptproblem des Volkes Gottes in Israel? Dass sie ein Riesenerbe hatten, das gesamte Land Kanaan gehörte ihnen. Und wie viel haben sie davon eingenommen? So wenig, dass die Feinde sie am Ende rausgedrückt haben. Warum? Sie haben ihr Erbe nicht genommen. Es gehört ihnen alles und sie haben so gut wie nichts davon genutzt. So ist das auch bei uns. Gott hat uns in Jesus, wie heißt das so im Epheserbrief, er hat uns alle Reichtümer gegeben, die machbar sind. Aber ob du dieses Erbe lebst oder nicht, liegt am Ende darin, ob du mündig wirst oder nicht. Die Unmündigen erben nichts. Simples Beispiel aus der säkularen Welt. Der Tankerkönig Aristoteles Onassis ist 1975 gestorben und hat alle seine Vermögen seiner Tochter überlassen. Die gute Dame Christina ist damit nicht klargekommen, hat ein furchtbar unglückliches Leben geführt und ist 1988 gestorben. Alles, was sie hinterließ, war eine kleine Tochter, dreijährig. Athenia, Alleinerbe, 29. Januar 85 geboren. Dieses Mädel war 3 Jahre und nachweislich das reichste Mädel der ganzen Welt. Hat die irgendwas von ihrem Reichtum gehabt? Null. Die kriegte einen Vormund, Thierry Roussel hieß der Mann, und der verwaltete die Finanzen. Was dazu führte, dass das Mädel noch nicht mal Taschengeld kriegte. Hammer, oder? Stell dir das mal vor. Dein Papa hat dir ungefähr so, über den Daumen hat man das gepeilt, hat ihr ungefähr so zwischen 3 und 5 Milliarden Dollar hinterlassen und das Mädel kriegt dann nicht mal Taschengeld. Warum nicht? Die war nicht volljährig, die war nicht mündig. Schlicht und ergreifend. Und dieser gute Herr Roussel, der hat da so seine eigenen Geschäftchen getrieben, was man dann später nachweisen konnte. Und dieses kleine Mädchen träumte einen Traum. Diesen Traum hatte sie ihr Leben lang. Einmal, wenn ich mal groß bin und wenn ich mal Geld habe, dann kaufe ich mir einen Reiterhof. Und der Tag kam, der 29. Januar 2003 kam und das Mädel wurde mündig. Und sie war erbberechtigt. Und was denkst du, was das Erste war, was sie kaufte? Ein Reiterhof für 40 Millionen Dollar. Also wenn schon, dann ordentlich, ne? Nicht so kleckern. Und 3 Jahre später wurde sie 21 und das hatte der Opa festgelegt, wenn sie 21 ist, dann bekommt sie auch all die Anteile, die bis zu diesem Zeitpunkt von 3 Herren in Liechtenstein verwaltet wurden. Und es brauchte, wie gesagt, noch diese 3 Jahre. Und 2006 war sie in Besitz all der Möglichkeiten, die Opa irgendwann mal geschaffen hatte. Aber genau so lange brauchte die Kiste. Als sie mündig war, konnte sie ihr Erbe antreten. Warum erzähle ich dir das? Weil das in deinem Leben mit Jesus ganz genauso funktioniert. Und viele Christen total frustriert sind darüber, dass sie sagen, meine Güte, ich bin doch Kind Gottes. Jesus ist doch für mich gestorben.
Wieso um alles in der Welt sehe ich von dem Segen Gottes in meinem Leben so wenig? Wieso erlebe ich, dass eigentlich in meinem Leben viel mehr Chaos herrscht wie wirkliche Kraft Gottes? Wieso höre ich immer und lese ich Bücher von irgendwelchen Typen, die richtig die Herrlichkeit Gottes sehen, und in meinem Leben sehe ich immer, dass ich gerade so unterkante Oberlippe bin. Ich schaffe es immer gerade noch irgendwie durchzukommen. Aber wirklich Kraft Gottes, echt Herrlichkeit Gottes, die Möglichkeiten Gottes in meinem Leben. Also ich kann mich an 2, 3 Highlights pro Jahr erinnern. Aber wirklich Fülle Gottes habe ich nicht. Und ich glaube, hier liegt der gewaltigste Schlüssel. Wenn du den verstanden hast, hast du was verstanden für deine gesamte geistliche Entwicklung. Das könnte heute wie die Sternstunde für deine geistliche Weiterentwicklung sein, wenn du das verstehst. Was muss ein Teenager lernen, bevor er mündig wird? In der Regel 3 Dinge. Braucht er für seine Entwicklung. Er muss wissen, wer er ist. Das heißt, er muss seine eigene Identität entdecken. Wer bin ich eigentlich? Das weiß er nämlich als Kind und als Teenie. Da haben wir Riesenmühe. Wir identifizieren uns nämlich über unsere Eltern. Aber irgendwann müssen wir entdecken, wer sind wir eigentlich selber? Das Zweite, was er entdecken muss, ist, was kann ich eigentlich? Was schaffe ich mit der Kraft, die mir geschenkt wurde? Und das Dritte, wozu bin ich eigentlich da? Was ist meine Lebensbestimmung? Wenn er die 3 Dinge entdeckt, dann sagen wir, ist er aus der Zeit des Pubertierenden zu einem mündigen, reifen Menschen geworden. Liebe Freunde, das ist im geistlichen Leben mit Jesus hundertprozentig genauso. Wenn man dich fragt, wer bist du wirklich? Was ist deine tiefste innere Identität? Wer bist du? Dann möchte Jesus, dass was bei dir rauskommt. Ich bin in Christus. Das ist meine Identität. Was Jesus in mir vollbracht hat, was Jesus für mich getan hat, das ist meine Identität. Nicht mein Job, nicht meine Frau, nicht meine Leistung, nicht meine Herkunft, das ist alles sekundär. Das, was über mich entscheidet, ist, wer bin ich in Jesus? Das ist meine Identität. Und diese Identität entscheidet sich immer dann, wenn du in Beraubungssituationen bist. Wer bist du dann noch? Klein und mickrig und ängstlich, oder steht Christus in dir auf, weil du weißt, wer du bist? Das ist mündig sein. Ich weiß, wer ich bin. Ich habe meine Identität entdeckt. Das Zweite ist, ich weiß, was ich kann. Nämlich mit Christus bin ich zu einem völlig neuen Leben berufen. Die Bibel gipfelt in Aussagen wie, ich vermag alles durch den, der mich dazu befähigt hat, der Herr Jesus Christus. Stell dir das mal vor, das ist Identität. Ich weiß, wer ich bin, und ich weiß, was ich kann mit Christus. Das ist das Zweite, was einen mündigen Christen ausmacht. Und das Dritte ist, ich habe meine Bestimmung, meine Lebensbestimmung entdeckt. Ich bin nämlich hier, um die Größe und die Macht Gottes in diese Welt hineinzutragen. Diese 3 Dinge machen einen mündigen Christen aus. Du musst die nicht fragen, hey, was ist eigentlich los hier? Was ist dein Job? Oh, Knete verdienen. Ja, das ist ja sekundär nicht falsch, aber das ist nicht dein Hauptjob. Sondern deine Berufung ist, Reich Gottes sichtbar zu machen, da wo du bist, die Herrschaft Gottes auszubreiten. Und jetzt kommt das Problem. Freunde, wieso bleiben wir so gerne Kinder? Wisst ihr, was das Schöne am Kindsein ist? Die anderen haben Verantwortung. Stimmt's? Das Tolle am Kindsein ist, dass die anderen zuständig sind. Das ist einer der Gründe, warum wir uns ein bisschen weigern, aus dieser Gotteskindschaft auszusteigen und mündig zu werden und in diese Erbberechtigung hineinzuwachsen. Weil solange wir Kinder sind, solange, glücklicherweise, sind wir für niemanden zuständig, noch nicht mal für uns selber. Das ist doch schön, ja? Ich darf konsumieren und die Verantwortung haben die anderen. Das ist doch auch super. Ihr Lieben, das klingt negativ, aber ehrlicherweise ist das so. Denkt gut drüber nach. Was machen Kinder? Hat schon mal irgendeins deiner Kinder gefragt, wie du deinen Kühlschrank vollkriegst? Nö, die gehen einfach hin, fertig. Dafür ist Papa doch zuständig. Oder Mama, je nachdem, wer einkaufen geht zu Hause. Da muss ich mir doch keine Gedanken machen, die haben das im Griff.
Ich muss mir als Kind um wenig Dinge Sorgen machen. Und deswegen bleibe ich so gerne Kind. Aber ehrlicherweise, wir wollen uns das mal ein bisschen anschauen heute Morgen, was die Bibel darüber lehrt, weil das ist so für dich elementar nötig, das zu verstehen. Was sagt Paulus der Gemeinde? In 1. Korinther 13, Vers 11, da fange ich mal mit an und dann renne ich ein bisschen durch die Bibelstellen durch und schau mal, was dann kommt. Da sagt Paulus, als ich ein Kind war, Kapitel 13, Vers 11, was machte er? Da dachte ich und urteilte wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, was ist er, wenn er ein Mann ist? Dann ist er erwachsen, dann ist er mündig. Als ich ein Mann wurde, was habe ich getan? Tat ich ab, was kindlich war. Da habe ich gemerkt, dass diese Phase von kindlich sein rum ist. Die war für einen bestimmten Prozess meines Lebens völlig legitim und in Ordnung, aber dann musste ich lernen, aus dieser Kindheitsphase rauszukommen, sonst wäre ich niemals mündig geworden, ich wäre nie ein Mann geworden. Halt das im Hinterkopf, was das wohl geistlich bedeuten kann. In 1. Korinther 3, die Verse 1 und 2 schreibt er, und ich konnte nicht zu euch reden, als zu geistlich orientierten Menschen, sondern als zu fleischlichen oder irdisch selbstsüchtigen, weil ihr noch unmündig wart. Unmündigkeit wird hier gleichgesetzt, nämlich mit einer selbstsüchtigen, sündeorientierten Lebensführung. Unmündig. Die leben nicht wirklich in der Fülle, die Gott für sie hat, sondern sie sind ständig noch mit mindestens einem Bein in der Welt und werden davon auch mehr oder weniger kontrolliert. Unmündige Christen, die lieben Jesus bestimmt, aber Sieg über Sünde haben die nicht. Sieg wirklich über ihre Gedanken kriegen sie nicht geregelt. Ihr eigenes Leben wirklich mit Jesus auf einer siegreichen Schiene noch nie gesehen. Typisches Kennzeichen für unmündige Christen. Hochspannend. Da sagt Paulus, ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn die konntet ihr noch nicht vertragen. Ich habe darauf drüber nachgedacht, was ist denn geistliche Milch? Bei Babys ist Milch was? Die Hauptnahrung am Anfang. Aber jetzt versucht ihr dieses kranke Bild vorzustellen, dass jemand 30 Jahre alt ist und zu seiner Mutter geht und sagt, Mama, mach mal die Bluse hoch. Zapfsäule ist wieder gefragt. Dann würden wir denken, irgendwas ist falsch. Also ich würde das denken. Gibt es irgendwen, der denkt, dass das normal ist? Also ich würde glauben, dass irgendwas in der Entwicklung hundertprozentig schiefgelaufen ist. Weil was sollte der schon mittlerweile gelernt haben? Genau, feste Speise, mein Freund. Also du hast da ein paar Entwicklungsstufen überhaupt nicht mitgekriegt. Freunde, geistliche Milch bedeutet die Anfangsnahrung des Glaubens. Die Anfangsnahrung des Glaubens ist, der Heiland hat mich immer lieb. Schön, stimmt's? Das ist wahr. Wenn du aber über diesen geistlichen Zustand nie hinauskommst, dann bist du ein geistliches, unterentwickeltes, unmündiges Baby. Weil es gibt viel mehr im Evangelium als der Heiland hat mich lieb. Wenn das schon alles ist, dann bist du nicht wirklich weit gekommen. Leute, die geistlich Milch kriegen, die brauchen immer Predigten wie, ich sündige, aber der Heiland liebt mich trotzdem, die Gnade ist so mächtig, Halleluja. Und dann freuen wir uns alle und gehen nach Hause und sagen, oh, ist das schön, dass der Heiland mich immer so umarmt, dann lieber haben wir uns alle. Hey, ihr Lieben, ich mache das ein bisschen überzogen. Warum? Das ist für Babys richtig, aber wenn du dabei stehen bleibst, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Wenn dein ganzes Christsein daraus besteht, dass der Heiland immer dich lieb hat und dir immer deine Sünde vergibt und du immer von einer Sünde in die nächste knallst und ewig die Gnade missbrauchen musst, damit überhaupt irgendwas vorwärts geht, dann stimmt irgendwas nicht. Da bist du aus dem Babystadium nicht rausgekommen. Wer an dieser Liebe und an der Vergebung Jesu Christi kleben bleibt, ohne weiterzukommen, ohne jemals dahin zu kommen, wirklich Sieg zu erleben und ein Leben in Kraft und Vollmacht zu leben, der ist aus seinen Babyschuhen nie rausgekommen.
ihr Lieben, das ist für den Anfang völlig in Ordnung. Aber bitte, wenn du immer solche Baby- und Milchpredigten brauchst, damit du irgendwie geistlich überlebst, dann sage ich dir was, ey, es ist allerhöchste Eisenbahn, dass du in die Seelsorge gehst, dass du anfängst, Kram in deinem Leben aufzuarbeiten, dass du beginnst, geistliche Wachstumsschritte zu nehmen, dass da wirklich was vorwärts geht, weil du hast den geistlichen Stand eines Babys nicht überschritten. Ich bitte dich, Gott will, dass du ein Erbe wirst. Bleib nicht da stehen. Wer ewig Predigten über Vergebung und Gnade braucht, und den ewig lieben Papi. Leute, da ist irgendwas schief. Weil das, wo Gott dich hinbringen will, ist Mündigkeit, Selbstverantwortung, eigene Kraft und Stärke entwickelt, in der Berufung leben, die Dinge Gottes vorantreiben. Das bedeutet, ich werde mündig und ich hole mir mein Erbe. Und ich staune darüber, ich bin oft erschüttert darüber, wenn Leute, die langjährige Christen sind, und ich halte eine völlig simple Predigt über, der Heiland hat uns alle lieb und Gott ist wie ein Papi, und sie kommen zu mir und sagen, oh Bruder, das war eine gewaltige Predigt. Dann stehe ich da und denke, ey Jungs, irgendwas ist schiefgegangen. Da stimmt irgendwas nicht. Wo ist die geistliche Entwicklung? Wo ist der Schritt hin zur Mündigkeit? Und Gott sehnt sich danach, dass du jemand bist, der mündig wird. Du wirst gleich sehen, was das bedeutet. So Paulus mahnt und kämpft mit der Gemeinde und sagt, Leute, ihr seid so lange dabei, ihr solltet mündig sein. Wieso muss man euch immer noch Milch geben? Und es geht weiter, Hebräer 5, Vers 12. Da sagt, ich glaube, Paulus hat das geschrieben, den Hebräerbrief, aber da lasse ich mich auch gerne auf irgendwelche Lehrdispute ein, wer das anders sieht. Ihr seid solche geworden, schreibt er, und jetzt lese ich das aus dem Griechischen. Wörtlich steht da, ihr habt euch zurückentwickelt. Stell dir das mal vor, du kannst dich in deiner geistlichen Lebensbeziehung mit Jesus zurückentwickeln. Ich war schockiert, als ich das gelesen habe. Ihr habt euch zurückentwickelt. Und jetzt hör mal, was er sagt. Die Milch habt ihr wieder nötig und nicht feste Speise. Denn jeder, der Milch braucht, ist unfähig, die Lehre von Gott zu begreifen, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise ist aber für die Gereiften, für die Mündigen. Teleios im Griechischen, für die, die in der Reife erwachsen geworden sind. Die infolge des Gebrauches geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten und Bösen. Hochspannende Aussage. Da sagt Paulus, ey, ihr wart mal Leute, die haben schon feste Speise zu sich genommen, die haben schon darin gelebt, mündig zu sein, und ihr habt euch zurückentwickelt. Was für eine verrückte Entwicklung. Plötzlich sind sie wieder unmündig und brauchen wieder Milch. Muss man ihnen wieder erzählen, worum es eigentlich geht. Ich habe gedacht, Wahnsinn. Und hier heißt es, Reife bekommt man, indem man durch Gebrauch geübte Sinne bekommt. Darüber habe ich nachgedacht. Was heißt das denn? Geübte Sinne bekommst du dann, wenn du das, was du hörst, auch tust. Und hier fiel mir plötzlich die Problematik von geistlichen Kindern auf und von Leuten, die unmündig sind, die permanent in Gottesdiensten sitzen, auf Konferenzen sind, die Wort Gottes hören, noch und noch und noch und noch, die ganz viel theoretische Lehre im Kopf haben, aber wozu nie im Leben kommen. Zu einer praktischen Umsetzung. Und du bleibst unmündig. Tolle Predigt, hat mich echt aufgebaut. Und dann fragst du, hey, und was hast du davon umgesetzt? Ja, da steht irgendwie auf einem anderen Blatt Papier. Ich sag dir was, hör dir lieber eine Predigt in der Woche an, aber die setzt du um, dann hast du mehr davon. Geistliche Reife zeigt sich, indem man durch Gebrauch des Wortes geübte Sinne bekommt. Die unterscheiden können, das finde ich auch interessant, die können unterscheiden, was richtig und was falsch ist. Unterscheidungsvermögen, hey, was ist gerade von Gott her dran und was ist nicht dran? Ich staune manchmal, wenn Leute so viel Zeug zu mir reden und sagen, hey, ich mache gerade das und das und das und das und mache ich auch. Und dann frage ich sie, hey, sei ehrlich, wie viel Zeit mit Jesus verbringst du? Ja, weißt du, das hat ein bisschen gelitten. Hey, unmündig, du weißt nicht, was wichtig ist. Denn das Entscheidende ist was?
dass deine Beziehung zu Jesus stärker wird, weil das führt dazu, dass du ein Überwinderleben führen kannst. Hör mal, was in Epheser 4 der Paulus schreibt. Da steht in Vers 14, denn wir wollen nicht länger Unmündige sein, hin und her getrieben von jedem Wind der Lehre, hervorgerufen durch Betrügereien von Menschen, die auf arglistigen Betrug aus sind. Sondern wir wollen hinstreben darauf, das Christusbild in uns mit all seinen Wesensmerkmalen aufzunehmen und hervorzubringen. Der Herr fordert dich auf und sagt, hör mal, Unmündige erkennst du darin, dass die dauernd von einer Theorie in die nächste geprügelt werden. Haben wir was gehört? Oh, hast du das gehört? Jupp, das ist total dran. Dann sind sie aus dem Straßengraben noch nicht raus. Oh, ich habe eine neue Lehre. Jump in die nächste. Kennst du das? So geistliche Wechselbäder. Ja, ich kann mich so gut erinnern an mein geistliches Leben. Ich saß auf irgendeiner Konferenz, dann habe ich irgendwas gehört. Lobpreis ist dran. Und dann bin ich nach Hause gekommen, dann war nur noch Lobpreis dran. Ich habe alle zu Tode gelobpreist, ja, bis die sich schon kaum noch mehr wehren konnten. Super. Und dann war die Lobpreiswelle vorbei und dann war geistliche Kriegsführung dran. Dann habe ich alle Dämonen, die ich erwischen konnte. Und wenn keine da waren, habe ich halt welche hingebetet. Nicht so schlimm. Aber auf jeden Fall, ich habe sie alle gewürgt, die ich finden konnte. Super, dann war die Phase wieder vorbei. Dann kam die nächste Phase und ich kippte immer von einer Welle in die andere. Kennt das irgendeiner von euch? Weißt du, was das ist? Unmündiges Christsein. Warum? Weil ich wusste überhaupt nicht, wo das Fundament war. So, ich bin immer von einem Straßengraben im nächsten gelandet. Was fehlte mir? Ich hatte kein Fundament. Ich war unmündig. So, ich war immer davon abhängig, dass irgendein Prediger, irgendein Oberlehrer, irgendeiner, der ein neues Buch geschrieben hatte, mir eine neue Lehrmeinung ins Ohr setzte und dann bin ich da drauf geritten. Und Galoppi, gib ihm. Nur weißt du, was ich nicht hatte? Ich konnte selber die Stimme Gottes nicht hören. Ich wusste nicht, wo Gott wirklich hin will. Sei ehrlich, wie oft redest du das, was irgendwer redet, aber wirklich tief von Gott selber was empfangen hast du nicht? Und so leben wir unmündig davon, dass uns immer die anderen füttern. Leben aus der Konserve ist ja eine Weile nett. Aber weißt du, was du brauchst? Du musst selber die Stimme Gottes hören. Ihr lieben Ehemänner, wir leben davon, dass unsere Frauen uns sagen, was wir tun und anzuziehen haben. Das ist ja auch eine Weile lang nett. Aber ich sag dir, spätestens wenn du irgendwo hinfahren musst und dann weißt du nicht mehr, was im Koffer ist, weil du ihn nicht selber gepackt hast, dann wird's schwierig. Was hast du entdeckt? Du hättest mündig werden sollen. Selber machen, dann wärst du weitergekommen mit deiner Geschichte. Gott liebt es, wenn du nicht mehr unmündig bist, sondern mündig wirst. Bitte, hör das, was Gott zu dir sagt heute. Und dann kommt der Galaterbrief. Der Galaterbrief ist für mich die Offenbarung gewesen. Da sind bei mir die Schlüssel und die Kronleuchter aufgegangen. Und ich habe plötzlich entdeckt, wo Gott eigentlich hin will. Es war für mich, ich habe das über Jahre gelesen und plötzlich brauchte es den Punkt, um zu sehen, Gott, da willst du eigentlich hin. Das ist dein Hauptschwerpunkt, den du deiner Gemeinde neu beibringen willst. Und dann steht da, denn ihr seid alle Söhne Gottes oder auch Töchter, nimm das ruhig in die weibliche Form mit rein, durch den Glauben an Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr auch Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Ich gebe aber zu bedenken, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr ist über alle Dinge. Stell dir das vor, das ist das Bild, das Paulus hier gebraucht. Und er sagt, hey Leute, genauso läuft das. Ihr seid Kinder Gottes. Null Problem. Aber ihr habt den Status von Sklaven. Da gibt es Vormünder, die euch sagen, was ihr zu tun und zu lassen habt. Und ihr lebt nicht aus eurem Erbe. Ich möchte das vergleichen. Wie oft erlebst du dich, indem du, obwohl du Kind Gottes bist, dass du von Ängsten gebeutelt wirst? Vormünder, die dir sagen, was du zu fühlen hast. Wie oft erlebst du dich, dass du von allen möglichen Gefühlen geplagt wirst und nicht wirklich in der Freude und in der Freiheit der Kinder Gottes lebst, sondern Spielball von bestimmten Lebenslügen bist. Du erlebst dich, dass bestimmte Sünden dein Denken und dein Handeln versuchen zu kontrollieren. Du erlebst Suchtverhalten, du erlebst Gedanken von Verbitterung, viele Dinge, die dein Leben berauben. Du erlebst dich, dass all diese Dinge dich packen und plagen und du dich fragst und sagst, Herr, ich bin doch dein Kind
und ich möchte doch gerne im Sieg leben. Wieso erlebe ich mich eigentlich völlig anders? Die biblische Antwort lautet, es ist Zeit, dass du mündig wirst. Andernfalls bleibst du unter diesen Vormündern, die dich versklaven. Obwohl du Kind Gottes bist, aber du bist nicht mündig genug, deswegen kannst du dein Erbe nicht nehmen und weil du dein Erbe nicht nimmst, hast du keinen Reichtum und keine Power und keinen Segen und deswegen geht nicht viel. Du verlierst deine Gotteskindschaft nicht, aber den Lebensstil im Sieg erlebst du nicht, weil der ist für die Mündigen. Und Paulus nimmt das so hammerhart, immer wieder, ihr seht das, 4, 5, 6, 7 Mal, immer dieselbe Lehraussage und versucht sie jeder Gemeinde, an der er irgendwie einen Brief schreibt, immer wieder versucht ihnen dasselbe beizubringen. Bitte Leute, werdet Erben, bleibt nicht Kinder. Faszinierend. Wie sieht denn jetzt ein mündiger Christ aus? Das war ja jetzt die Frage, die uns bewegen sollte, stimmt's? Wie wird man jemand, der tatsächlich das Erbe lebt? Und glücklicherweise ist die Bibel da sehr deutlich. Und ich lade euch ein, den ersten Johannesbrief anzugucken und da ins zweite Kapitel zu gehen. Und hier werden uns 3 Altersstrukturen gezeigt, die die Bibel uns lehrt, in die wir hineinwachsen sollen. Mindestens 3. Es gibt auch Ausleger, die da 4 verschiedene Altersstrukturen sehen. Ich belasse es mal bei 3. Nimm mal die Stelle, sie ist für dich wie ein Schlüssel, wenn du sie verstehst. 1. Johannes, 2. Kapitel, die Verse 12 bis 14. Da schreibt Johannes, ihr lieben Kindlein, schöne Beschreibung. Ich schreibe euch, denn die Sünden sind euch vergeben durch seinen Namen. So, was müssen Kindlein im Glauben verstanden haben? Was müssen sie verstanden haben? Was steht da? Genau, du hast die Sünden vergeben. Super. Welchen Status hast du denn erreicht, wenn du das verstanden hast? Kindlein. Bewusste Verniedlichungsform. Unterster Level. Noch nicht mehr. Aber jetzt kommt die Art und Weise, auf die wir uns einschießen. Dann steht da, ich schreibe euch, ihr jungen Männer, ich schreibe euch, ihr jungen Männer, das sind die Mündigen. Merkst du was? Das ist eine völlig andere Alterskategorie. Was haben die denn verstanden, die Jungs? Denn ihr? Ach so, lies es doch nochmal, laut und deutlich, für alle zum Hören. Ach so, merkst du, dass das eine völlig andere Lebenskategorie ist? Da steht nicht, dass die jungen Männer sich noch darüber unterhalten, ist mir die Sünde vergeben, ja oder nein? Darüber reden die nicht, sondern worüber reden die? Wir haben den Bösen überwunden. Da steht nicht, wir werden dauernd vom Bösen überwunden. Ja, das könnten manche Christen als ihr Lebensmotto nehmen. Wir werden immer vom Bösen überwunden. Ja, was ist das denn für eine Wachstumsstufe? Das ist überhaupt keine Wachstumsstufe. Sondern das biblische Bild ist, wenn du ein mündiger Christ geworden bist, dann lebst du dein Erbe und ganz offensichtlich gehört zu einem erbberechtigten, mündigen Christen was? Dass der dem Teufel aufs Hirn schlägt. Ihr lieben Freunde, ganz offensichtlich gibt es eine Form von christlichem Leben, wo wir die Gewinner und die Sieger sind. Versteh das bitte. Das ist, wo Gott eigentlich mit dir hin will. Mündige Leute, die ihr Erbe antreten, erleben, dass die Hauptform des Erbes worin besteht, dass sie nicht mehr die Besiegten sind, sondern dass sie die Sieger sind. Nimm das rein in dein Herz, da will der Herr hin mit dir. Und alles andere, liebe Freunde, so nett wie sich das anhört, ist am Ende unmündiges Christsein. Und wir gehen noch einen Schritt weiter. Da gibt es noch eine 3. Kategorie, die gefällt mir auch. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Oh, das gefällt mir, so Papas, richtig in Gott gesetzt. Der Herr ist immer der Chef, er hat immer alles im Griff, Halleluja. Die Jungs, die haben immer die Ruhe weg. Super, Väter im Glauben. Und dann, wie als wenn Johannes schon wüsste, dass die Leute daran rumdrehen würden, schreibt er identisch
Lies mal, was er schreibt. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Papa. Schön, ne? Kinder kennen den Papa. Auf dem Schoß, mit Papa rumschmusen. Ja, ist nett. Super, ganz wichtig. Aber Freunde, das ist was für eine Stufe? Kinder. Wo wir hin wollen ist, mündige Christen. Leute, die ihr Erbe nehmen. Leute, die ihr Recht kennen und lernen, für ihr Recht zu kämpfen und die Dinge Gottes durchzubringen. Und jetzt, hör, was da steht. Ich habe euch Jünglingen geschrieben. Und jetzt kommt's, jetzt kommt der spannende Punkt. Gott ist immer so barmherzig, dass er uns auch sagt, wie wir reinkommen in die Sache. Jetzt steht da, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch. Und deshalb habt ihr... wir sind schon wieder beim Überwinden. Halleluja. Also das ist offensichtlich Gottes Maßstab für die Kinder Gottes, die schon länger dabei sind und die erwachsen und die reif geworden sind. Sie sind mündig. Und was ist das Endresultat von mündigen Christen? Sie überwinden ununterbrochen den Bösen. Jetzt hättet ihr ruhig Halleluja sagen können, weil das ist gar nicht falsch an dieser Stelle. Weil das ist eine unglaubliche Offenbarung Gottes. Er hat niemals für dich vorbereitet, dass du als Kind Gottes durch dieses Leben krepelst und ewig gebeutelt und gebügelt wirst von allem, was der Teufel sich ausdenkt. Manche Leute haben so ein Christsein entwickelt und erzählen mir dann auch, oh Bruder, weißt du, so ist es halt in der Nachfolge des Herrn. Und ich sage, nein, so ist es nicht in der Nachfolge des Herrn. Weil Gott lebt und liebt es, wenn wir mündig werden, ihr Lieben. Halleluja. Wenn meine kleine Tochter, nachdem ich ihr versucht habe, Fahrradfahren beizubringen, die ersten drei Kurven noch rausgetragen wird und sich irgendwann mit ihren Knieschützern immer rutschenderweise über den Teer wiederfindet, dann ist das am Anfang normal. Wenn ich aber mit ihr Fahrrad fahre im Straßenverkehr und ich auch bei jeder Kurve denken muss, aber jetzt haut sie wieder raus, dann, Freunde, ist das nicht normal. Wenn du am Anfang mit Jesus lebst und du weißt, der Heiland hat dir deine Sünden vergeben und dir ist sehr klar, wie viele Sünden noch da sind, völlig normal, bleib entspannt, es ist alles in Ordnung. Aber Freunde, das muss zu einem veränderten Lebensstil hinsteuern. Und Jesus wünscht sich das. Deswegen sagte er, ihr seid nicht nur Kinder, sondern ihr sollt erben. Nimm das Erbe bitte. Und ich habe das angeguckt mit diesen jungen Männern. Sie sind mündig geworden. Wodurch wird man mündig? Was ist das Hauptmerkmal dieser Leute? Habt ihr das gelesen? Wie sind die mündig geworden? Das Wort, richtig, Jürgen hat das richtig genommen. Das Wort bleibt in ihnen, das bleibt in ihnen. Nehmt bitte die Betonung der Bibel da. Das Wort hören die nicht nur, sondern was ist mit dem Wort passiert? Das bleibt in ihnen, das Wort sind sie selber und das Wort ist in ihnen und sie reden das Wort und sie denken das Wort und sie leben das Wort und das Wort sprudelt in ihnen und bewegt sich und sie denken in dieser Kategorie des Wortes. Das Wort Gottes ist ihre innere Lebenssubstanz geworden. Genau da liegt der Schlüssel. Ich höre das, dass Leute zu mir sagen, weißt du, ich habe für alles mögliche Zeit nur fürs Bibellesen, da kriege ich immer irgendwie keine Zeit. Schöne Grüße, du bleibst weiter unmündig. Mach dir keine Illusion, du kannst noch so viele fromme Sachen machen, du bleibst unmündig. Weil die Substanz, die dein Denken verändert und die dein Leben verändert, ist das Wort Gottes. Jesus sagt, dass meine Worte sind was? Sie sind Geist und Leben. Wenn du leben willst, wenn du göttliches Leben in dir tragen willst, dann musst du das Wort in dir tragen. Wenn du willst, dass der Geist Gottes anfängt, deinen Geist zu befruchten und lebendig zu machen, musst du das Wort Gottes in dich hineinnehmen. Und ihr lieben Freunde, hier merken wir, wie der Kreislauf der Bibel sich schließt. Im Psalm 1 heißt es, wer ist derjenige, der Erfolg hat bei all dem, was er tut? Da heißt es im Psalm 1, der über deinem Wort nachsinnt Tag und Nacht. In Josua 1 sagt Gott zu Josua, wenn du erfolgreich werden willst in deinem Leben, dann lass das Wort meines Gesetzes nicht mehr aus deinen Augen und aus deinem Mund kommen.
Also im Alten Testament wie im Neuen Testament ist es immer derselbe Schlüssel, der dich erfolgreich macht, der dich mündig macht und der dich dazu führt, dass du ein siegreiches Leben führst. Das Wort Gottes wird zu deiner inneren Substanz. Hier liegt der Schlüssel. Und das ist doch ganz normal, oder? Stell dir das vor, du nimmst dieses Wort in dich auf. Dieses Wort, das dir sagt, wer du in Jesus bist. Und dir wird immer deutlicher, das ist, was Jesus für mich getan hat. Ich bin ein Überwinder, ich lebe in seiner Kraft. Er hat alles überwunden, er hat mir seinen Geist gegeben, seine Stärke lebt in mir. Die Frucht seines Wesens, Liebe, Freude, Friede wird in mich hineingetan. Ich eröffne mich für den Heiligen Geist und dieser Geist Gottes nimmt das Wort und macht es in mir lebendig. Und je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto mehr beginnt es, mein Denken zu prägen. Und wenn das Wort Gottes anfängt, dich zu prägen, dann wird der Gedanke, der kommt, der zu dir sagt, ey, du bist nicht, und du wirst nichts und du kannst sowieso nichts, der wird überspielt von dem Gedanken des Heiligen Geistes, der das Wort lebendig macht und zu dir sagt, ey, wer ist eigentlich in dir? Und wir merken, wie dieser Zustrom des Wortes Gottes, lebendig gemacht durch den Heiligen Geist, dein Denken total verändert. Und hier ist der Schlüssel. Diese Leute werden stark, steht hier. Worin denn? Nicht stark in sich selber, sondern stark in dem Herrn und in ihrer Identität, die Jesus ihnen gibt. Und die Identität Jesu kannst du nur annehmen, wenn du das Wort in dich aufnimmst. Wenn du verstehst, was Jesus über dich sagt. Wenn du verstehst, was er über dein Leben sich vorgenommen hat zu tun. Wenn du verstehst, wie viel Reichtum er reingelegt hat. Deshalb werden diese Leute stark. Sie nehmen das Wort Gottes in sich auf. Und ihnen ist egal, was die Umwelt über sie erzählt. Und ihnen wird irgendwann egal, was irgendwer erzählt. Sondern das, was für sie zählt, ist, was sagt der Herr über mich? Und der Herr sagt, dass wenn er in mir ist, ich mehr bin als ein Überwinder. Und ihre Identität holt sich nicht aus ihrem Erfahrungsschatz und auch nicht aus der Theologie von irgendwem, sondern ihre Identität holen sie sich aus dem, was Gott über sie sagt. Liebe Freunde, das beginnt uns zu verändern und das macht dich stark. Du kommst raus aus diesem engmaschigen Netz davon, wie Menschen über dich denken und reden und in welche Schablone sie dich packen wollen. Leute, die mündig werden, holen ihre Identität aus dem, was Gott über sie sagt. Und das, was Gott über dich sagt, liest du in seinem Wort. Und mit einem Mal merkst du, wie es nicht nur deine Persönlichkeit packt, sondern wie es dein Denken verändert. Weil auf der Ebene Gottes zu denken, bedeutet anzufangen, groß zu denken, weil Gott kann nicht klein denken. Es bedeutet, sich mit diesem Sieg Jesu Christi wirklich zu identifizieren, weil das ist, was Gott uns versucht, ununterbrochen hineinzugeben. Was ist das Erste, was er zu diesem schwankenden Simon sagt, als er ihn sieht? Was ist der erste Satz, den Jesus zu ihm sagt? Denk gut drüber nach. Was ist der erste Satz? Er sagt zu ihm, du bist Petros, der Fels. Und die anderen sind in Ohnmacht gefallen. Die kannten den ja und sagen, ja, was ist das denn? Und der Herr sagt, ich sehe in dir was? Den Felsen, Mann. Und mein Freund, du wirst mal zuständig sein, diese meine Lehre hineinzubringen und wirklich die erste Gemeinde zu etablieren. Und alle, die zugehört haben, haben gedacht, also Freunde, also wenn der Herr jetzt gesagt hätte, nimm mal, weiß ich, Paulus, so visionär schon reingesprochen, keiner kannte den ja in dieser Zeit, dann hätte man das irgendwie nachvollziehen können. Aber doch nicht den. Gott gibt dir ein erneuertes Denken. Gott lehrt dich und sagt, bitte denk in meiner Kategorie. Und meine Kategorie ist das Wort. Und was ich in diesem Wort sage, das ist die Wahrheit und alles andere ist gelogen. Und Leute, die mündig werden, sind Menschen, die dieses Wort verinnerlichen und auf jede von außen eintreffende Lüge mit dem Wort reagieren. Denn Freunde, die Angriffe, die der Teufel auf unser Leben fährt, fährt er doch auf welcher Schiene? Immer über die Lügenschiene rein in unsere Gedanken. Wenn Gott zu dir sagt, ey, ich will dich stark machen und stark sein lassen, dann kommt doch die Herausforderung, dass der Gedankengang welcher ist? Du? Nie. Deine Situation verändert? Vergiss es einfach. Du willst rauskommen aus diesem Dilemma? Nie. Freunde, und merkt ihr das? Jetzt kommt die Herausforderung. Was passiert?
womit wirst du gefüllt sein? Denn das, was du an Füllung hast, wird jetzt sich in dir freisetzen. Wird das Wort Gottes in dir zur überwindenden Kraft, indem du sagst, Teufel, halt einfach deine Klappe, du warst schon immer ein Lügner und du wirst dich auch nicht ändern. Aber die Wahrheit ist, dass der Herr in mir lebt. Und die Wahrheit ist, dass durch viel oder wenig der Herr überhaupt keine Mühe hat, mir den Sieg zu geben. Die Wahrheit ist, ich lebe in dieser von Gott geschenkten Siegeshaltung. Und wer so mit Gottes Wort und Gottes Geist erfüllt ist, der erlebt was in sich. Bei den heraufkommenden Angriffen reagiert er anders. Er reagiert aus dem Wort heraus. Und die Bibel sagt, dass das Wort Gottes wie ein Schwert ist. Mündige Christen erkennst du daran, dass sie das Wort Gottes wie ein Schwert gebrauchen und jede Lüge packen. Und sich nicht in irgendwas reinreden lassen, sich nicht irgendeinen Status unterjubeln lassen, der mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmt. Das ist Mündigkeit. Und wer so lebt, der überwindet jede Lüge und am Ende jede Versuchung und jeder Angriff des Teufels. Und hör dir folgende Stelle an in Offenbarung 12, Vers 11. Da heißt es, sie haben den Teufel überwunden. Wodurch? Und? Danke. So, welche beiden Teile sind nötig? Der Sieg Jesu, aber auch dein Zeugnis, dass du sagst, ich habe das verstanden. Mein Herr Jesus hat gewonnen, das stimmt. Aber dieser Sieg Jesu gehört wem? Mir. Und ich überwinde den Teufel in dem Augenblick, wo ich mich auf diese Siegesseite Jesu gestellt habe und in diesem Sieg bleibe und ihn über mein Leben bekenne. Ich überwinde ihn durch das Wort meines Zeugnisses, indem ich davon Zeugnis ablege und sage, das ist die Wahrheit. Jesus hat gesiegt und mit ihm ich auch. Das Wort lebt in dir. Du bist mündig geworden, du weißt um deine Rechte, du hast es verstanden, was Gott getan hat und du nimmst es in jede Situation mit hinein. Und das sind die Leute, die den Teufel überwinden. Und wer so lebt, der bekommt jetzt zu seinem mündig geworden sein jetzt ein göttliches Recht, nämlich das Erbe anzupacken. Und jetzt kommt die Aussage, die mich in allem regelrecht vom Sitz gerissen hat, als ich sie entdeckte. Ich möchte dich einladen, wenn du diese Bibelstelle je in deiner Bibel schon mal gelesen hast, jetzt kommt sie, Jesaja 54, Vers 17. Und ich wünsche dir, dass dein Geist sich öffnet, um das in Empfang zu nehmen, was da steht. Da steht, keiner Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die gegen dich erhebt, sollst du im Gericht schuldig sprechen. Das ist das Erbe der Knechte des Herrn. Was für ein Erbe bekommen die Knechte Gottes, die Menschen, die mit Gott leben? Lies es nochmal. Was ist ihr Erbe? Lies, was da steht. Jede Waffe, die gegen dich bereitet wird. Wer bereitet gegen dich Waffen? Genau. Und da kann er Menschen gebrauchen, da kann er alles Mögliche gebrauchen. Er bereitet auf jeden Fall Waffen gegen dich vor. Er bereitet Angriffe gegen dich vor. Und jetzt geht's weiter. Jede Waffe, die gegen dich bereitet wird. Und jede Zunge. Da gibt es Leute, die ständig reden. Ununterbrochen, in deine Gedanken hinein, in deine Lebenssituation hinein, in deine Umstände hinein. Es gibt ständig irgendwelche Flüche, irgendwelche Gedanken, Attacken, die auf dich abgesetzt werden. Mach dir dessen bewusst, du stehst unter Angriff. Und jede dieser Zunge, die sich gegen dich erhebt, was passiert jetzt? Dass die sich erheben, kennst du. Dass die Waffen gegen dich laufen, kennst du. Krankheitsangriffe kennst du. Du kennst Depressionsanflüge. Du kennst es, dass Leute über dich schlecht reden. Du kennst Intrigen. Alles das kennst du. Kennt das irgendwer? Ja. Völlig normal. Aber was passiert jetzt bei den Leuten, die in ihre Erbmündigkeit hineingekommen sind? Was machen die jetzt? Die gehen damit vor Gericht. Was heißt das denn? Wer eine Offenbarung gelesen hat, weiß, dass der Thronsaal Gottes gleichzeitig was ist? Auch der Gerichtssaal.
die erscheinen im Himmel. Die gehen in den Himmel, die gehen hin. Ey, wusstest du, dass du als Kind Gottes freien Zugang hast zu dem Gerichtssaal Gottes? Da steht da, wir haben freien Zugang zum Thron der Gnade. Aber der Thron der Gnade ist auch gleichzeitig was? Der Ort des Gerichts, genau. Und du gehst da hin und dann sagst du, Papa, der Teufel schießt gerade den und den und den und den und den Pfeil ab. Ist das in Ordnung? Und Jesus steht vom Thron auf und sagt, ey, der gehört zu mir. Der steht unter meiner Vergebung, der steht unter meinem Blut, der steht unter meinem Segen. Satan, nimm die Finger weg. Und dann gehst du aus dem Thronsaal wieder raus. Und was ist mit dir? Der Segen Gottes. Du erscheinst da und sprichst sie im Gericht schuldig. Du nimmst all diese Angriffe und Lügen und packst sie hin und sagst, ey, jetzt wollen wir doch mal sehen, wer recht hat. Wir haben einen neuen Status. Leute, die mündig geworden sind, die lassen sich die Lügen nicht gefallen, die lassen sich die Angriffe nicht gefallen, die lassen sich die Attacke nicht gefallen, sondern die gehen damit vor Gericht und sagen, so, jetzt wollen wir doch mal gucken, wer hier das Recht kriegt. Und ihr lieben Freunde, die ihr euch im Neuen Testament auskennt, an welche Szene erinnert euch das? In Lukas 18 gibt es eine Geschichte mit einer sogenannten bittenden Witwe, die es mit Leuten zu tun haben, die ihr nicht ihr Recht geben wollen. Aber was macht die Frau? Die geht bis zur höchsten Instanz und sagt, es ist mir ganz egal. Und diese ungerechten Leute, die da versuchen, ihr das Recht streitig zu machen, was sagen die am Ende? Bevor die kommt und uns hier verprügelt, gib ihr, was sie will. Was passiert da? Da kommt jemand aus seiner Kindlichkeit raus und nimmt sein Erbe. Er wird mündig, mundos, jemand, der sich sein Recht nimmt. Mündigkeit. Und Gott sagt, Mündigkeit erkennst du daran, dass du ins Gericht mit diesen Dingen gehst, dass du bis zum obersten Gericht, nämlich in die Gegenwart des Herrn gehst und sagst, so, und jetzt wollen wir mal gucken, wer hier eigentlich Recht kriegt. Und du sprichst sie schuldig. Und Gott sagt, das ist, was Erben ausmachen. Die lassen sich nichts mehr gefallen vom Teufel, sondern die holen sich ihr Recht. Und das ist, was die Bibel hier sagt. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. Das ist dein Erbe. Es gibt nichts, was der Teufel auffährt, wovor du dich beugen müsstest. Es gibt nichts. Hör das, das ist Erbe. Du beugst dich nicht mehr, sondern du holst, was Jesus dir erworben hat. Und du kämpfst. Freunde, das ist der Punkt, da steht nicht, dass Gott das für dich regelt. Das ist Babydenken. Babydenken ist immer, Gott macht alles. Nein, erwachsene Leute wissen, dass sie Eigenverantwortung haben. Was du nicht holst, holt niemand. Wogegen du dich nicht zur Wehr setzt, wird sich niemand zur Wehr setzen. Babys, die haben dieses Denken, ne? Mama macht das schon. Aber was macht Mama irgendwann, wenn sie will, dass das Kind wächst? Dann fliegt nicht mehr die gebratene Taube im Mund, sondern du musst selber dein Brot schneiden. Was macht Gott, wenn er will, dass du reif wirst? Er sagt zu dir, hey, werd mündig, hol dir das und beginn zu kämpfen. Du hast meinen Segen, du hast meinen Sieg, du hast meine Privilegien, ich habe dir alles gegeben, bitte setz dich in Bewegung. Und dann nimmst du das Erbe. Und wer die Lügen bekämpft, wer sein Leben von negativen, verdammenden und beraubenden Gedanken reinhält, der gewinnt. Der wird stark und er nimmt das Erbe und holt sich den Segen. Und liebe Freunde, das ist die Position, die Gott dir in Jesus geschenkt hat. Und Gott liebt es, wenn wir aus den Kinderschuhen rauskommen und mündig werden. Und ich schließe mit dem Beispiel eines Mannes, der das verstanden hat. Die meisten von euch kennen die Geschichte eines Mannes, den ich sehr liebe. Dieser Mann heißt Kaleb. Der wird uns beschrieben als einer der 12 Kundschafter. Und er war mit Josua zusammen derjenige, der, als sie das Land Kanaan einnehmen, nach Hause kommt und eine positive Nachricht hat.
und sagt, Leute, lasst uns das Land nehmen, Gott hat es uns gegeben, völlig egal, ob Riese hin oder Riese her, wir gehen dahin und wir holen uns das und dann teilen wir das aus, Gott hat uns das geschenkt, das ist unser Erbe, hurra, wir kommen. Und die anderen 10 sagen, ey, macht keinen Mist, Jungs. Gehörte den anderen das Erbe auch? Wie viele davon haben das Erbe genommen? 2. Von um den Daumen gepeilt 6 Millionen. 2. Rechne das mal auf die Gemeinde hoch. Tausende Christen in Deutschland, 2 holen das Erbe. Das wäre dramatisch. Verstehst du das? Das wäre dramatisch. Gott hat für alle ein Leben im Sieg vorbereitet und 2 erleben das und der Rest bleibt in der Wüste. Und jetzt kommen wir an diese Josua 14 Stelle. Da geht es nämlich darum, dass sie im Land wieder sind. Und tatsächlich Josua und Kaleb war auch noch da. Und jetzt kommt Kaleb. Jetzt kam seine Stunde. Der Mann war mittlerweile 85. Und jetzt kommt er. Und er sagt zu ihm, das ist so nett nachzulesen, Josua 14, die Verse 6 bis 15. Und ich gab Mose einen Bericht. Und hier lag der Schlüssel. Ich habe mich gefragt, wieso war der drin im Land? Wieso war der dabei, das Erbe zu holen? Und jetzt kommt die Aussage, die ist gewaltig. Da steht nämlich, und ich gab Mose einen Bericht, wie er in meinem Herzen war. Vers 7. Ich habe diese Stelle gelesen und es ging mir auf wie der Kronleuchter. Dieser Mann hat nicht erzählt, was er gesehen hat. Dieser Mann hat nicht erzählt, was die anderen gesagt haben. Dieser Mann hat nicht erzählt, was irgendwer erwartete, sondern was erzählte er? Was in seinem Herzen war. Womit war das Herz interessanterweise also gefüllt? Er hatte die Verheißung Gottes im Herzen und Gott hatte gesagt, ihr nehmt das Land ein und ihr werdet es austeilen und es wird Milch und Honig fließen und es wird ein gewaltiger Segen da sein und ihr werdet die Feinde einfach platt machen und ich werde mit euch sein. Was in seinem Herzen war, erzählte der. Weißt du, was das bedeutet? Völlig egal, ob der da gewesen ist oder nicht, der hätte sowieso erzählt, was in seinem Herzen war. Dem war ganz egal, wie die Umstände waren. Das, was sein Herz bewegte, war, Gott hatte gesprochen und Gott hatte ihm den Sieg zugesichert und Gott kann sein Wort nicht brechen, also wird das bestehen. Gewaltig. Ein Mann, der mündig geworden war, weil das Wort in ihm lebte. Und du musst mal das Urteil Gottes über diesen Menschen hören. Das findest du in 4. Mose 14, da sagt Gott, er war einer mit einem anderen Geist. Dieses in ihm lebende Wort schuf einen neuen Geist. Und ihr Lieben, jetzt kommt der Punkt, der mich berührt. Was passierte, als diese Verbindung von Wort und Geist in ihm zu dieser geistlichen Reife führte? Was passierte an seinem Körper? Der war 85. Und was, wie heißt es im Wort? Hör mal, was er selber sagt. Vers 11. Ich bin so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. An dem Tag, wo ich diese Vision Gottes in meinem Herzen festhielt und nicht mehr losließ und von diesem Wort Gottes gefüllt war, passierte was in seinem Körper? Der alterte nicht mehr. Stell dir das mal vor. Das Wort Gottes mit dem Geist Gottes verbunden und wir halten an der Verheißung Gottes fest, beginnt eine heilende Substanz in uns auszubreiten, die sogar unseren Körper überzieht. Was für eine Aussage. Und als dieser Mann endlich 85-jährig ist, dann sagt er, wie meine Kraft damals war, so ist sie noch heute. Und deshalb gehe ich, um zu kämpfen und ein- und auszuziehen. Und dann kommt für mich der Clou. Dann geht er hin und sagt, Josua, ich will Hebron, ich will die höchste Stelle und das ist die Stadt, wo die größten Riesen sind. Die will ich. Verstehst du den Geist, der da ist? Das Wort war nicht mehr rausgegangen. Dieser Gott hat Sieg befohlen. Und dann ist doch völlig egal, wie groß der Feind ist.
wenn Gott mit mir ist, dann ist doch die Größe des Feindes, spielt doch keine Rolle. Hör mal, wenn du auf dem Empire State Building stehst, dann ist völlig egal, ob das Haus 3- oder 4-stöckig ist. Du bist sowieso 300 Meter drüber. So, wenn der Herr mit dir ist, ist doch völlig egal, was für eine Größe der Riese hat, ob der nur 350 oder 370 hat. Meine Zeit, wenn du auf 150 Meter draufstehst, interessiert dich das überhaupt nicht. Verstehst du die Dimension dieses Mannes des Glaubens? Der hatte das verstanden. Gott mit seiner Sicht war in ihm. Und deshalb waren ihm die Feinde völlig egal. Die Größe war egal. Und dann sagt die Bibel, der ist hingegangen und hat die einfach rausgeschmissen. Fertig. Warum? Das war die Programmierung seines Herzens. Und ich glaube persönlich, der hat nicht geklopft. Der hat sich vor dieses Tor gestellt und hat ganz laut gebrüllt, raus! Und die Jungs wussten genau, der macht das kein zweites Mal. Lass uns lieber gehen. Die waren sich sicher. Da stand ein 85-jähriger alter Opa. 45 Jahre brannte das Wort Gottes in ihm, dass der Sieg kommt. Und jetzt war er da und er hatte das Erbe ergriffen. Und jetzt gab das kein Zurück. Es gab nur noch eine Geschichte. Jungs, ihr kommt raus und ich komme da rein. Verstehst du den Geist des Glaubens? Hey, willst du mündig sein oder nicht? Du kannst immer noch ein Kind sein und dann wirst du immer beklaut vom Teufel. Und du bleibst unmündig. Oder du sagst, Gott, gib mir Gnade, ich will mündig werden. Freunde, nur das ist Christsein, das sich am Ende wirklich auf dem Level Gottes bewegt. Wo wir den Teufel überwinden und in der Kraft des Herrn leben. Und das ist Gottes Herzensschrei, da will er hin mit dir. Bitte bleib nicht Kind. Lass dich nicht kindisch und kindlich machen, sondern werd erwachsen und nimm dein Erbe. Nimm dein Erbe, das wartet auf dich schon lange. Und du wirst sehen, wie Sieg kommt, das ist normal. Halleluja. Und ich wünsche dir das, dass dieses Wort Gottes, diese heilende Substanz in dir freisetzt. Weil das ist auch normal. Wir beten. Wunderbarer Heiliger Geist. Wir preisen dich für deine Nähe. Wir preisen dich für dein Reden, Herr. Wir danken dir für Offenbarung aus dem Himmel hinein in unseren Geist. Und Herr, wir spüren, wie du dabei bist, uns in eine neue Dimension hineinzuführen, Herr. Wir hören diesen Ruf deines Geistes an unseren Geist, mündig zu werden. Herr, du hast es verheißen. Das ist nicht, was wir uns ausgedacht haben, sondern du willst das, Herr. Gott, du siehst so viele, die immer noch unter Vormündern leben und versklavt sind. Und es reißt dir dein Herz, weil du so gerne wünschst, dass wir in deiner Herrlichkeit und in deiner Kraft leben. Oh Herr, du rufst das, mein Volk werd wieder mündig. Hör auf, dich mit Milch zu nähern, hol dir mein Wort. Heute, Herr, sind wir hier. Gott, wir wollen einen Bund der Mündigkeit mit dir schließen. Und abtun, was kindisch und kindlich war. Und in die Reife Christi hinein. Herr, wir wollen, dass all das Wunderbare, was du erworben hast, dass es sich in unserem Leben zu deiner Ehre und zu unserem Segen ausbreitet. Wir wollen, dass Menschen das entdecken und an uns diese Früchte wahrnehmen und spüren, was es bedeutet, in dieser Kraft Gottes zu leben.
Eine Gemeinde, du hast es gesagt, Herr, wenn du wiederkommst, davor wird ein Prozess stattfinden, der die Gemeinde des Herrn, der die Nachfolger Jesu Christi in eine Gemeinde verwandelt, ohne Flecken und ohne Runzeln, hinein in eine Mündigkeit und in eine Kraft und in eine Stärke. Gott und dein Heiliger Geist ist dabei, uns so zu rufen, dass es dran ist. Oh Herr, wir rufen zu dir, komm und bring uns raus aus unserer Kindlichkeit. Und bring uns rein in diese Mündigkeit. Herr, wir wollen das. Wir wollen da wachsen, Herr. Halleluja. Geist Gottes, und wenn wir jetzt zusammen das Abendmahl feiern, dann als dieses Bündnis mit dir, alles, was du am Kreuz erworben hast, hast du uns gegeben, damit wir darin leben, Herr. Wir nehmen den Leib und das Blut Christi. Wir nehmen dich selber in uns auf. Und Herr, wir wollen, dass deine Herrlichkeit in uns sichtbar ist. Danke dafür. Amen. Halleluja.